Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Gastreplay von World of Tanks. Ich bin SirNossi und kommentiere heute den FCM 50T, den 8er Heavy der Franzosen. So gefahren wird das gute Stück von, mal gucken, von Torres 99 vom Clan Bison. So, wir befinden uns auf Lakeville im T8er Gefecht, eine Art, die auf beiden Seiten. So, da gucken wir mal. Also da hinten, ja, hier kann man sich wunderbar hinstellen. T62 fährt spotten, das ist natürlich sehr schön. So, da hinten haben wir es auch schon, Kollegen. Das ist natürlich sehr nett, dass der da gleich mal durchfährt. Ne? Also der Weg in die Stadt, den sollte man also wirklich kaum noch nehmen, weil mittlerweile immer ein Scout da steht. Weil genau das passiert, was jetzt passiert ist. So, der OI wird auch noch eine kriegen. Jawohl! So, da sind wir aber 757 Schaden und die Runde ist 50 Sekunden alt. Oh, guck mal, der steht aber auch nett. Das ist doch freundlich. Guck mal, der brennt da auch noch. Gleich das Freudenfeuer dafür, dass er mitten im Weg steht. Sollte ein Spieler mit den Statistiken eigentlich besser machen, aber nun gut. Ja, hier hinten steht er relativ gut, genau. Da kann man sogar gucken, wie gesagt, dass man einfach auf die Entfernung einfach Auto-Aim drauf. Ich meine, aber im Endeffekt passt es einfach. Ne? Mitte gehalten. Ja, der ist runtergefallen, kurz vorher in Dreck. Einer noch, jawohl. Ja, wenn er Glück hat, kriegt er sogar noch einen rein. Wollen wir mal gucken. Ah, leider runtergefallen. Gut, aber kommen wir mal zum FCM. Also, das ist der 8er Premium der Franzosen. Hm. Ist ein Heavy, ja. Fährt sich allerdings nicht so, sollte man auch nicht so spielen. Das soll heißen, die Büchse hält überhaupt nichts aus. Der hat also keine Panzerung, der hat nichts. Aber hat eine gute Knifte, ist sehr agil, hat eine geile Gun Depression. Ich mag den auch sehr gerne, hat einen sehr schönen Reload, wie man sieht, mit 6,2 Sekunden. Und können wir uns mal kurz, endlich ist mal kurz ein bisschen Ruhe hier. So, also 212 Durchschlagskraft, 240 Alpha-Schaden. Das ist die gleiche Knifte, im Endeffekt, die auf dem Ai drauf ist. Jedenfalls, was das AP angeht, die Top Gun. Dann haben wir alle die gleiche da drauf, 50, 100 und so weiter, alles das gleiche. So, komm. APCR 259 Durchschlagskraft. Mit 240 Schaden auch und HE dann zu vernachlässigen. Also da braucht man gar keine 10 mithaben, was sehr geil ist. Der hat ein sehr großes Munitionslager. Also nicht von wegen, dass die ganze Karre gleich in die Luft geht, sondern dass er sehr viel Munition mitnehmen kann. Das ist also wirklich schon gut. Ne? Also man kann da wirklich rotzen ohne Ende. Also wenn man jetzt sieht halt, ne? Also er hat noch 47 AP drin, 25 APCR drin. Also das musst du erstmal leer ballern. Ne? Da kann eine alte Mutti lang verstricken. So, dann gehen wir mal rein. Jetzt sieht er den nicht. Jetzt war ich eben auch auf seiner Sicht drauf. Ah, jetzt hat er ihn gesehen. Natürlich auch geil. Oh, das ist mir auch schon passiert, wo ich dachte, was ist denn hier los? Verdammt und zugenäht. Warum kann ich mich hier nicht weiter bewegen? Und auf einmal stand dann irgendwie so ein großer Panzer neben mir. So, der Typ 62 spottet da immer noch. Das ist gar nicht so schlecht, dass der da steht. Erstmal, weil der AMX 1357 nicht weiter aufmachen kann. Also das ist auch schon mal gar nicht mal so verkehrt, obwohl den Carnarvon müsste der eigentlich kriegen, aber hinten den Cromwell, hätte ich mal nichts gesagt. Aber das kann auch sein, dass der KV-5 das selber gewesen ist. Auf der Map hier, man täuscht sich da immer ein bisschen. Oh, guck mal, einer schaut, der ist wirklich rumgefahren. Das ist natürlich geil gewesen, da muss man sagen, hat der Scout-Spieler richtig gemacht, natürlich Pech gehabt, dass wir ihn gleich auch gekriegt haben. Ja, KV-5 ist natürlich echt Festung Schloss Neuschwanstein. Bewegt sich ungefähr auch wie die kontinentale Plattenverschiebung. Allerdings, also auf die Entfernung ist das echt ein Missstück halt, ne? Weil da auf die Weakspots zu zielen ist natürlich gar nicht mal so einfach. Da kannst du also wirklich gut vorschieben. Ansonsten KV5 weiß eigentlich jeder. Vorne auf die beiden R2D2s drauf, da kommst du relativ gut durch. Ja, wenn man nicht zu weit außen schießt, kommt man dann ja auch mit dem 6er durch. So, wir sind mittlerweile bei 2000 Schaden. Da ist noch die IS3. Es steht 4:6. Der Canyon. Ich frage mich immer, was die da alle im Sumpf holen. Das ist bestimmt... Da muss irgendwo ein Regenbogen sein. Und bei F2 ist der Pott voll Gold. Also das ist unglaublich. Oh, Typ 62 wird sich jetzt wahrscheinlich den One-Shot vom Chariotier einfangen. Ja. Ja, das... Oh, kommt er doch durch. Genau, durch die Kettenräder. Das geht auf jeden Fall. Was mir sehr gut gefällt, er versucht hier wirklich auf Max-Range zu sein. Das muss er im Endeffekt auch wirklich machen. Also muss er nur sehen, dass er dem UI da nicht irgendwie vorne vorfährt und der nicht wegschiebt. Naja, schön ist er nicht, aber nun gut. So, die auf der Zweierlinie sollten das halten können mit 4 gegen 1. Das sollte dann mal funktionieren. Sieht man aber wirklich immer häufiger halt, ne? Dass, wie gesagt, dass die alle da irgendwie durchs Valley fahren. Leider ein bisschen zu weit hintergehalten, nicht weit genug vor. So, da wird sie Lorry wahrscheinlich gleich hinter sich haben. Da muss er mal gucken, da kann er vielleicht nochmal eine drauf geben, muss man mal gucken. So. Der wird mit sicher, der geht auf die Lorry, der ignoriert ihn komplett, er nimmt dann raus. Also da kann er jetzt auf jeden Fall einen noch geben. Ja gut, es geht auf Konfrontation. Da verstehe ich den Chariotier-Fahrer aber auch nicht. Der weiß, dass er einen kürzeren zieht, weil er einen viel zu langen Reload hat. Ist auch relativ fix eigentlich, würde also noch locker wegkommen zu seinem KV-5. Man braucht nur hinter die Kante fahren. Also von einem Spieler, der 63.000 Gefechte hat, war das grottenschlecht. Muss man ganz ehrlich sagen. Also das war wirklich unter ferner Liefen. Ganz, ganz, ganz schwach. Gut, aber sei es drum. Gut für ihn hier, ne, dass er sich nicht zurückgezogen hat. Sondern hat im Prinzip, also hier hat wirklich die schnelle Kanone wirklich, eine DPM-Kanone, konnte er voll ausspielen. Stand einfach gegenüber, plüpp, 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 plüpp. Nur anstatt der Chariotier hinter die Kante fährt, immer seinen Reload abwartet, sich dann vielleicht nur 200 fängt, wenn er halt gerade eine, wenn er selbst nachgeladen hat. So, das ist der Skoda T25. So, KV5 sieht man wieder, würde er jetzt anvisieren. Genau, schön auf die R2D2s. 1, 2, 3, zack und durch. So, da haben wir den T25, der dürfte eigentlich nicht durchkommen, leicht angewinkelt. Mal gucken, das müsste auch reichen. Oder er wird weggesnackt. So, wir sind mittlerweile bei 4180 Schaden. Die Runde ist noch gar nicht so lange im Gange. Ne? Also, das geht relativ zügig. So, da haben wir den OI, steht 11 zu 10, also mittlerweile sich das Blatt wieder ein bisschen gewandelt. Hinten in der Stadt ist noch ein OI, so, da haben wir noch, ja, den Oni, den müsst ihr jetzt aber eigentlich locker wegkriegen. Mal sehen, was der T34 macht, ob der hier auch noch mitspielen will, ob der hinten war da rumgemmelt. Und weg. Ja gut, ich sag mal, beim T7, da sollte man mit dem T8 eigentlich locker durchkommen, so, da haben wir den T34. Interessant wird's noch, genau, ich wollte es gerade sagen, ne, wo die Ati steht, alter Schwede, ey, da hat er aber echt Schwein gehabt. Wenn die ihn voll trifft, hinten auf die Platte drauf, hier hinter dem Turm, dann war es das aber auch. Ne, also die hat ihn jetzt wirklich nur ein bisschen gesplasht, also da hat er richtig Lack gehabt. Ja genau, erstmal den, das würde ich jetzt auch gar nicht machen, ich brauche mit, warum soll er sich jetzt mit einem T34 auf ein Hulldown-Duell einlassen? Ne, da zieht er einen kürzeren, also genau richtig, ne. Also den Oni müsste er eigentlich locker outspotten können. Also der wird die Sichtweite nicht haben. Ich meine, gut, das ist jetzt relativ dicht dran halt, aber normalerweise müsste er ihn wesentlich eher sehen. Können wir eben gucken, ob man sieht, was der noch hat. Ja, 703. Boah, wer weiß, wo der hin ist. Vielleicht ist er auch schon zurückgefahren. Ja, dieser T34 da, das ist da gar nicht so schlecht, wo der steht auf F2, ne? Weil du hast da wirklich so ein Hull-Down-Monster als Achter. Da kannst du so ein Gefecht auch echt nochmal rumreißen. Im Endeffekt, also die spielentscheidende Geschichte für mich jetzt gerade ist das, was er jetzt gerade macht im FCM. Also das ist genau richtig, ne? Also was soll er sich da einlassen auf die Hull-Down-Geschichte, sondern einfach rumfahren. Zack. So, bis der den Turm gedreht hat, genau ran. Na, dreht er noch. Ah. Scheiß Arti, ey, jawohl, genau. Killshot natürlich abgeprallt. Ich meine, muss sein, dass da hätte er jetzt wäre egal, wo er ihn geschossen hätte. Zack. So. So, die Arti hat eigentlich auch noch genug. Der T34 da hinten ist alleine. Zack. Ja, das sollte eigentlich noch reichen. Ah. Da hat er gegengeschossen. Gut gemacht. So, und jetzt geht es im Prinzip eigentlich darum, jetzt haben sie schön im Zweiflankenfeuer den T34. Der kann jetzt eigentlich nur zurückfahren. Ich glaube, der merkt das gar nicht. Natürlich auch geil. Ja gut, da ist das Rohr krumm halt, ne, da ist unten im Boden gefallen. Bisschen ärgerlich, aber na gut. Ich glaube, der merkt das gerade gar nicht, dass er eine kriegt. Alter, wo diese Kniffen hinschießen, wenn das Rohr krumm ist, ist unglaublich, ey, wie die weghauen. Ja, Hinterkopf T34, da ist hinten eine Platte dran, wie man sieht. Da kann man auch echt gerne mal abfallen. Alter, ich würde durchdrehen, ey. Das ist jetzt ja echt eine Sache, wo du sagst so, Alter, what the fuck, schieß gerade aus, du Drecksrohr, ey. Ne, aber, ne, nun gut. Ne, man weiß ja, wie es ist, aber im Endeffekt... Ja... Das ist, er kann auch nicht drauf fahren, weil der kriegt zwei Stück, dann ist er nämlich selber weg. So, und damit sieht das aber jetzt doch ganz gut aus. Ja, Killshot, da sagt dann das RNG herzlichen Dank. Einmal dürfen sie noch. So, und da hat er ihn dann. Wunderbar. Nee, aber eine tolle Runde gewesen. Hat wirklich Spaß gemacht zuzugucken. Und so, ich werde nochmal die Auswertung reinziehen. So, da ist sie. Also, ne, das Ding gemeistert, ganz klar. Ein Bruiser gab es noch, ein Duelist und Fire for Effect, also ein bisschen kleines Geraffel. Und dann das Großkaliber und den Krieger. Also im Prinzip eigentlich wirklich total unspektakulär gespielt. Also ganz ruhig, ganz locker und im entscheidenden Moment eigentlich einen richtigen Move gemacht, dass er durch die Mittelgasse gefahren ist. Hat mir sehr gut gefallen. Eigentlich genau das gemacht halt am Anfang, wie gesagt, würde ich auch immer, wenn ich nicht gerade einen fetten Heavy habe, wie eine IS3 oder so weiter, oder halt so Schwermetall wie KV-5, KV-4 oder so ein Gerät, würde ich auch gar nicht in die Stadt reinfahren, sondern mache ich eigentlich auch immer so, dass ich mir das erstmal so ein bisschen von der Mitte aus angucke, weil da kann man sowieso erstmal gucken, wie sich das Gefecht entwickelt. Ich kann, was sie auch hier gemacht hat, am Anfang ein paar Schüsse in die Flanke reingeben von den Leuten, die unachtsam in die Stadt fahren und dann aufgehen, oder das Object 416, was da, ja, ich keine Ahnung, was der geraucht hatte, der Stoff muss echt gut gewesen sein, steht da mitten im Feld drin und wundert sich, dass er auf die Fresse kriegt, aber nun gut. Jedem das seine, manche stehen drauf, aber war halt nicht sehr förderlich fürs gegnerische Team, also von daher, wie gesagt, genau richtig gemacht, dann halt ein bisschen mit in die Stadt reingesnackt halt, ne, im richtigen Moment dann halt auch auf die andere Seite mit drauf geguckt, sich zurückgezogen, den Chariotier rausgenommen, der das, muss man dazu auch sagen, wirklich sehr schlecht gemacht hat. Also wenn ich so eine Alpha-Kanone habe, dann hätte er sich wirklich hinter diese kleinen Insel oder in diesen kleinen Felsen zurückziehen sollen und hätte einfach dann im Prinzip seine Alpha-Kanone ausspielen sollen halt, ne? Also sich meinetwegen für 200 eine fangen, dann wieder vorpieken, dem anderen, dem FCM hier in dem Fall, wieder 400 geben, wieder zurück, weil er hat die Rückendeckung gehabt vom KV-5 und auch von der IS-3 hinten aus der Stadt. Also von daher alles falsch gemacht, was er falsch machen konnte, aber sei es drum. Und ja, wie gesagt, der Move durch die Mitte, genau richtig gewesen, war ein bisschen Pech, dass die Knifte noch kaputt geschossen wurde, aber nun gut, das passiert. So, schauen wir uns nochmal etwas die genauere Auswertung an. So, also 6.878 Schaden, 6 Kills, 1.752 Base XP. Ja, 5 Orden, gucken wir nochmal detaillierten Report. Also 44 Schuss abgegeben, davon 37 getroffen und 31 penetriert. Macht 6.878 und 2.275 aufs über 300 Metern. Jo, kein Spot, kein nix, braucht er auch nicht. So, Battle Duration 9 Minuten 55, also ja, mittellange Runde, wohl für heutige Verhältnisse war die ja schon etwas länger, ne? Kennt man ja. Gut, also man sieht, der Gute spielt ohne Premium, ne? Also von daher 105.000 brutto, macht 86.000 netto, für ohne Premium ist das schon ganz nett. Ja, mit Premium wären es gewesen 158.000, ein paar zerquetschte und netto rausgekommen, da kein Gold oder keine Premium-Munition geballert worden ist, 139.626, ja, da hätte man Gelbe machen können. So, dann gucken wir mal zur Auswertung, also 1.752 Base XP, jo, Halleluja, das war schon mal ganz ordentlich, ne? Mal 2. Bonus für Premium-Vehikel macht 3.679. Ja, so wären wir bei 2.628 gewesen mit Premium und mal 2 bei 5.519. Ja, wenn du jetzt noch allen möglichen Scheiß angeschmissen hast mit 100% mehr und 200% Crew und weiß der Kuckuck was, ja, da hätte man seine Crew schon ganz gut leveln können. Tolles Gefecht, hat mir gefallen. Ich hoffe euch auch und ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin dann. Ciao.